Das Auto ist da. Hier bei San Andreas. Einfach raufgehen. Hier ist ein Klamottenteil dabei, das ich euch hier einblende. So, das ist das Klamottenteil, was man kostenlos zu dem Auto bekommt. Ist halt einfach nur so eine Cap. Finde ich jetzt nicht so toll. Aber passt halt jetzt zu meinem jetzigen Outfit. Aber ja. Und das hier sind die Fahrzeugwerte, Tempo, Beschleunigung und alles. Und dann sehen wir uns beim Tuning. So, dann fahren wir es jetzt mal tunen. So, zack, zack, zack. So, Panzerung natürlich auf volle Pulle. Bremsen natürlich auch auf volle Pulle. Stoßstange. Es gibt 19 verschiedene Stoßstangen. Ich finde, die passt. Ja, die. So, die Heckstoßstange gibt es leider nur 3. Also 2 eigentlich. Dann nehmen wir die teuerste. Türen gibt es 11. Mal gucken. Ja, mit Netz finde ich nicht so schön. Ich nehme die. So, beim Motor natürlich volle Pulle. Auspuff. Ich finde eigentlich so ein länglicheres hier das. Nehmen wir auch. So. Hier nehmen wir das. Ja, das. Hupe können wir Standard lassen. Lichter natürlich X-Scheinwerfer. Unterboden fällt da nicht so auf. So, da bei Design nehmen wir das. Das Blaue sieht geil aus, das nehmen wir. Lackierung. Ich glaube, dazu passt meine Kuhfarbe. Ja, ja, nehmen wir. So. Ah, hier sieht man das gar nicht. Ob das jetzt so... Ah, doch. Die Türen und so. Aber ich glaube, die mache ich jetzt auch meiner Kuhfarbe. Ja. Sitze mache ich... Mal gucken. Die. So. Das... Das. Ja, das sind blau. Ja, das. Das bleibt oben, sonst ist es kein Geländefahrzeug mehr. Getriebe natürlich full. Kofferraum. Das. Ja, das nehmen wir. Turbo natürlich. Reifen. Natürlich bei Geländewagen. Es ist ja auch ein Geländewagen. Mal gucken. Die nehmen wir. Schwarz natürlich. Ja, schwarz. Reifen natürlich schusssicher auch. So wie jetzt. Hier schusssicher. Reifenqualm. Ist hier blauen. Ja, blauen nehmen wir. So, das war's und jetzt ist es getunet, jetzt zeige ich euch nur noch, wie es fährt. So, draußen angekommen, gucken wir jetzt mal, wie es fährt. Also die Beschleunigung ist schon gut, das Handling ist auch ziemlich gut. Ja, Geschwindigkeit, ja jetzt für einen Offroader ist es eigentlich auch gut. Okay, so schnell fährt es jetzt auch nicht rum, weil die meisten Fahrzeuge wären da jetzt einmal über Kopf gefallen. Gucken wir mal, was Endgeschwindigkeit ist. 100. 110 würde ich sagen. Ja, 110. 110. Ich würde dann sagen, ohne Panzerung so 140 oder 130. So kann es jetzt lieber noch über Geländer und sowas fahren. Nee, leider nicht. Es könnte, wenn dann rüberfallen, so wie bei mir. Aber, ja. Whenever I'm down, she give me a perk. The police pull up, my gun in her purse. Her eyes pull up, put him on a shirt. This is the time in this world.